Jede fünfte Frau ist laut Statistischem Bundesamt von Armut und Altersarmut bedroht. Das heißt, sie müssen monatlich mit weniger als 838 Euro auskommen. Die Frage stellt sich, was hält viele Frauen davon ab, besser für später vorzusorgen? Häufig ist es immer noch das klassische Rollenbild, der Mann kümmert sich um die Finanzen. Und Frauen haben oft weniger Einkommen als Männer und denken generell nicht gern ans Altwerden. Darunter leidet dann die finanzielle Vorsorge. Wichtig ist, die individuelle Situation zu betrachten und anzufangen. Also sich Ratschlag holen. Die Stadtsparkasse bemüht sich sehr, auch Frauen für das Thema Altersvorsorge zu sensibilisieren, weil es sehr, sehr wichtig ist, eben auch rechtzeitig zu beginnen, sich damit zu befassen und aufzuklären und es anzugehen. Unabhängig ist einfach, lautet die Devise. Deshalb bietet die Stadtsparkasse München heuer rund 20 Infoveranstaltungen für interessierte Frauen an. Die Anmeldung erfolgt in den Filialen oder unter events@sskm.de. Unsere Kundenveranstaltung richtet sich an alle Damen, die beim Thema finanzielle Unabhängigkeit noch offene Fragen und Bedarf haben, vielleicht auch die ein oder andere Unsicherheit bei dem Thema verspüren. Im Jahr 2020 wird die Kundenveranstaltung mehrfach stattfinden, in unseren Räumen hier am Marienplatz. Und wir freuen uns, die Damen bei uns begrüßen zu dürfen. Es handelt sich aus unserer Sicht um ein ganz besonderes Format, denn es wurde von Frauen für Frauen konzipiert. Und wir freuen uns wirklich sehr auf eine rege Teilnahme, denn an diesem Abend werden die Frauen die Hauptrolle spielen. Damit auch Frau im Alter auf möglichst wenig verzichten muss. Wichtig ist auch, dass Lebenspartner einen fairen Weg für die Altersvorsorge finden müssen. Es ist ganz wichtig, wenn man in einer Partnerschaft lebt, dass man gemeinsam mit dem Partner das Thema auch bespricht. Denn wenn der Mann derjenige ist, der für das Einkommen sorgt, dann ist es eben Familieneinkommen, das auch für die Altersvorsorge der Frau verwendet werden muss. Und ich rate da jeden, einfach miteinander reden und ja, eine faire Vereinbarung zu finden, wie zum Beispiel analog vom Haushaltsgeld. Also dass dieses Thema auch eine ganz wesentliche Rolle rechtzeitig und im Alltag einer Familie, einer Beziehung spielt. Die Stadtsparkasse München will gerade den Frauen Mut machen, gemeinsam einen soliden Finanzplan zu schmieden. Denn im Prinzip ist es wie bei der Gesundheitsvorsorge: nicht aufschieben. Lieber früher, damit später keine böse Überraschung kommt.